Hey, schön, dass ihr da seid. Danke fürs Einschalten. Wie auch beim letzten Mal, viele große Kommentare brauche ich, glaube ich, nicht abgeben. Wir sind in Elden Ring mittendrin. Was heißt mittendrin? Ich bin immer noch am Anfang, würde ich vermuten. Weiter geht's. Und ich habe einen Debuff. Truhe sortieren, große Runen, Kleidung. Also hier kann man nichts machen, was irgendwie mir einen Debuff entfernen würde. Nee. Meine Vermutung ist, dass ich was mit mir rumschleppe, was vielleicht heilt Fäulnis. Lindert drohenden Blutverlust. Fäulnis. Moment, das war nicht das, was ich wollte. Ah, Fäulnis war es nicht. Feuerschaden, Immunität, verstärkt kurz körperliche Angriffe. Nee, was macht das nochmal? Objektentdeckung, Runenausbeute. Magische Bolzen, okay. Gravitationsschockwelle. What? Okay, geil. Hier kann ich noch. Das sind so Zauberdinger. Gravitationsexplosion. What the fuck? Imitiert Objekte in der Nähe ist auch cool. Erhöht das Gleichgewicht. Das sind Waffen. Das ist ein Waffenüberzug. Sturmwind erzeugt buntes Licht, das euch leitet. Lol. Okay. Leuchtet schwach. Wertloser Plunder. Rufzeichen, das ist, glaube ich, alles PvP hier, ne? Oder Koop. Ja. Ja, Moment, ich kann ja auch Objektherstellung. Was kann ich denn so basteln? Schneller Waffenüberzug, füttert das Sturmwind, buntes Licht, offenbart Koop, das sind Pfeile, Gegner werfen. Okay, nee, hier kann ich auch nichts herstellen, was irgendwie diesen Debuff entfernen würde. Ist es das Ding? Nee. Ist es nicht. Verbessert aufgeladene Angriffe. Ausdauerverringende Angriffe gegen Locker. Verbessert Angriffe zu Pferde. Verbessert Sprungangriffe. Stärkt Brüllen. Aufgeladene Angriffe. Da ist jetzt die Frage, ist diese Fähigkeit Duell ein aufgeladener Angriff? Weiß ich nicht. Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung, wie ich diesen Debuff loswerde. Was verkaufst du? Nochmal? Weren't you? Well, you're back. Care to buy something? Ja. Über das Heulen im Nebelwald. The howl of a wolf in the Mistwood. I suppose he must still be skulking about. I know. Why not meet him for yourself? Next time you hear the wolf's howl, make this signal right under the source. Hm, guck Don't mal. fret. There is nothing to fear. I just have an inkling the two of you might hit it off. Fingerschnipsen. Ha, cool. Erweitert das Handwerksrepertoire.
Notiz, Flasche der... Eine Notiz mit wichtigen Informationen. Ruinen des Wegpunkts. Eine Notiz. Nördlich des Nebelwalds überquert die Brücke der Hochstraße und folgt dem Pfad der Tiere nach Norden. Eine Flasche der wundersamen Arznei. Vielleicht ist es das. Jemand lauert zwischen den Ruinen eines Wegpunkts an den Straßen durch Limgrave. Ah, das war... Okay, das war das mit dem Wolf. Aber das hat mir jetzt auch nicht wirklich was gebracht. Finde ich jetzt hier in diesen Beschreibungen irgendwo? Wahrscheinlich nicht. Kann in einer Flasche der wundersamen Arznei gemischt werden. Das resultierende Gemisch erhöht kurz eure maximale Ausdauer. Okay. Kann in einer Flasche der wundersamen Arznei gemischt werden. Resultierende Gemisch erhöht eine bestimmte Zeit lang die Kraft aufgeladener Angriffe. Talismanbeutel. Die rechte Hälfte soll in der Festung voraus auf dem Drachenhügel zu finden sein, weit im Osten gelegen. Okay. Wobei, dass der erste der Halbgötter niedergestreckt wurde, später breitete sie sich über die unterirdischen Wurzeln des großen Baums im ganzen Zwischenland aus und wächst nun in Form der Todeswurzeln. Genau, die habe ich gefunden, aber... Irinas Brief, Andecken der Puppen... Ah, okay, nee, ich finde hier nix gegen den... Nix gegen den... Gegen den Debuff, keine Ahnung. Woher ich den hab? Ah. Ja, warum nicht? Das ist ja zumindest schon mal ein Nee. Von ihr? Lol. Wo ist es? Schnipsen. Wo ist es? Da. Who goes there? Carly sent you, did he? Ever the bloody busybody. Maybe to him you don't seem so strange. The name's Blythe. I'm looking for a man who goes by Darrowell. He fled somewhere nearby. Or so I've heard. Come tell me if you find him before I do. I can offer you ample reward. Okay. Ja, falls ich irgendwo den Boy finde, gebe ich Bescheid. Okay, also zwei Flämmchen leuchten schon.
suchen wir mal die nächsten. Ey, what the? Okay, ihr seid krasser als ich dachte. Ah! Was ist dann noch passiert nach der Umarmung? Nee, die hat mich umarmt und dann hat sie mich gehen lassen. Finde den Rest selbst raus. Ja. Hä? Nee, ich... Keine Ahnung. Was ist nach der Umarmung passiert? Nix? Ja, sie hat mir irgendwas von einem Segen erzählt oder so. Sie hat gesagt, ich habe einen Segen bekommen, der tief in meiner Brust brennt. Jungs. Oh, shit. Leute, das ist gar nicht so leicht hier. Mit dem Streamen und sich dann noch merken, was irgendwo irgendwie passiert ist, ehrlich gesagt. Oh, weiß. Oh. Oh, aua. Nee, nicht brutzeln. Assistenten im Diätsystem. No! Krabbi, können wir nochmal drüber reden? Oder kommt die Krabbe jetzt auch? Nee, doch. Hilfe! Ach, South Park, okay. Ja, South Park habe ich zu wenig geguckt, glaube ich. Sie hat gesagt, sie wäre an einem Totenbett.
What the freak? Okay, Geisterpfeil. Muss ich bis ganz hoch? Nee, ne? Nee, da oben ist ein Aufzug. Okay. Wie viel habe ich jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da hinten ist 7, 8. Okay. Ist das eine direkte Erklärung, wobei es ja eigentlich schon fast zu viel war? Aua. Ah, nicht brutzeln, nicht brutzeln, bitte, nicht brutzeln. Das müsste der letzte sein. No! Ah, 325 Seelen, alles easy. Runen, Entschuldigung. Ja, das war die letzte. So, dann gucken wir doch mal. Karte. Ah. Es gibt einfach eine verdammte Untergrundkarte. Oh mein Gott. Heilighornland. So, gutes Heilighorn. Müssen wir beide jetzt kämpfen? Yep, Ahnengeist. Let's go. Was kannst du?
Ah, dass ich ihn hier nicht... Verdammt. Ist ein bisschen ärgerlich. Dass er so hoch ist. Bräuchte eine längere Waffe. Ich bräuchte eine längere Waffe. Gibt's nicht. Das gibt's nicht. Wie schwer man ihn trifft. Wichtig. Ja, ich hätte jetzt gerne ein bisschen Magie. Na, Mist. Da gibt's Schlimmere, ja, das kann ich mir vorstellen. Ah, jei. Aber warte mal, ich hab doch noch ein bisschen was. Das mal weg. Hab ich nicht irgendwie einen Bogen oder so? Ich hab doch einen Bogen. Genau. Normale Pfeile, Brandpfeil. Körperlich. Was ist das? Trinas Pfeil. Löst Schlaf aus, lol. 17 Brandpfeile und ein paar normale. So, wenn ich jetzt den Bogen ausrüste. Muss ich jetzt, das muss ich kurz ein bisschen probieren jetzt. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Das waren jetzt halt schon 8 Pfeile, die ich verschossen habe, ne? Ich muss es, glaube ich, mit dem Schwert probieren. Und mehr treffen. Das hat keinen Wert mit dem Bogen.
Ah. Nein! Ah. Mist. Oh. Ich hätte wirklich gerne irgendwas, womit ich auf ihn ballern könnte. Irgendwas Magisches. Oder ihn anzünden oder irgendwas in der Richtung. Ich habe leider noch nicht die Skills. Ich skill gerade schon ein bisschen Richtung Glaube und alles, dass ich das benutzen kann. Mir fehlt aber auch noch ein Zauberstab. Das kommt ja auch noch dazu. Ach komm. Ach komm. Das ist voll mies. Das ist eine Schweinerei hier. Ah, das ist gemein, ey. Ich will ihn halt anvisieren, weil ich nicht die ganze Zeit die Kamera hinterherführen will. Das mit dem Kamera hinterherführen ist super anstrengend. Aber wenn ich ihn anvisiere, treffe ich seine Beine nicht, weil dann ziele ich immer auf seine Brust. Dass ich hier die Beine nicht auswählen kann, ist ein bisschen schade im Lock-on. Also, ich würde gerne auf seine Beine locken, aber ich kann es nicht ändern. Ich habe immer seine Brust drin. Ah. Ja, das hilft halt auch gar nichts. Das ist noch beschissener, weil ich dann gar nicht mehr sehe, wo er ist und was er macht. Und das Spiel... Ah, und er weicht dem aus. Ich glaube, hier werde ich später hinkommen. Ich glaube, da muss ich später hin, wenn ich eine größere, eine längere Waffe habe oder... Ah, wobei, warte mal. Die könnte ich ja benutzen. Ich probiere es mal damit. Thank you.
Das hilft gar nichts. Also jedenfalls, der Ansturm funktioniert nicht. Der Ansturm funktioniert nicht. Mist. Also den Ansturm brauche ich nicht benutzen. Der schwere Angriff dauert viel zu lange. Einmal nochmal testen. Wenn ich den voll aufgeladen habe, dann mache ich so einen. Wenn ich den nur kurz mache, dauert auch ewig. Also, die einzige Möglichkeit, die ich gerade mit meinen momentan Mitteln sehe, dass ich mir hier nicht einen abquäl, ist tatsächlich der leichte Angriff mit der Hellebarde. Mal schauen. Mal schauen. Und dann schlägt er zwischen den Beinen durch. Ist halt auch so ein Mist, ne? Ich hasse das, bei solchen Bossen die Kamera selber führen zu müssen. Ich will die Kamera nicht selber führen. Echt nicht. Aber ich treffe ihn sonst nicht. Ich kann ihn sonst nicht treffen. Nee. Tue ich mir nicht weiter an. Neues Gebiet. Ich komme zurück zu ihm. Ich komme zurück zu ihm. Auf jeden Fall. Aber das ist gerade die reinste Qual für mich und deswegen lassen wir es lieber sein. Gut.
Ich muss jetzt erstmal rausfinden, ob ich hier richtig bin. Ob das die richtige Gegend ist, in der ich mich aufhalten sollte. Ach. Lol, da unten dieser ganze Wald ist Gebiet, in das ich reinlaufen kann. Ach du Schande. Check ich jetzt erst. Oh mein Gott. Ich dachte, das wäre eine Schlucht und ich müsste hier rechts und links dran vorbei oder so, aber das ist... Oh mein... Okay. Alles klar. Mich ärgert das immer noch. Mit dieser Lady. Du. Wie werde ich dein Ding wieder los? Der Segen brennt noch lichterloh in den Segen. Okay. Nein. Ihr seid neue Gegner. Okay, an euch teste ich jetzt mal, ob ich hier richtig bin. Ah, ich weiß nicht, ob so viele Schläge für einen einfachen Bogenschützen... Das ist schon ein bisschen viel. Da quäle ich mich, glaube ich, zu Tode. Wenn es dann schlimmer wird. Gucken wir mal, was hier unten los ist. Schauen wir mal, wie es da aussieht. Moment, das ist die Richtung? Das ist die Richtung. In die Burg, okay. Wo sind die Gegners? Wow! Jawohl! Ja, die blinde Lady, genau, die hat gesagt, ich soll die in den Brief ihrem Vater bringen. Das meinst du? Die danach dann gestorben ist, weil sie meinte, sie müsste blind mitten in der Wildnis sitzen. Mit den leckeren Trauben. Nee, die Blinde, die dann tot war.
Ich weiß nicht, was die mir... Die hat mir einen Segen gegeben. Ich dachte, das wäre was Gutes. Und jetzt habe ich einen Debuff. Das zieht sich jetzt schon die ganze Zeit durch, ne? Was ist das hier, Wildes? Sieht so verseucht aus. Da will ich nicht rein. Ja, ist verseucht. Seltsame Untote. Ja, du bist aber einer von denen, die ich easy killen kann. Na dann. So, jetzt hat mich gerade schon gewundert. Golem Großpfeil. Da hinten habe ich was rot leuchten sehen. Rot ist nie eine gute Sache. Aber ich will mal ganz kurz über die Klippe linsen. Rote Quallen. Nee. Die Belagerung von Schloss Morn. Ein einsamer Held kämpft für die Rache. Just Godfrey ist sein Verderben. So. Hallo? Ist das hier ein Teaser auf die Waffen, die mir entgegenfeuern werden? Oder was soll das hier? Okay. Auf geht's, ab geht's. Ah, ihr müsstet ja easy zu besiegen sein. Gibt's hier einen alternativen Pfad? Nö. Ah, Hundis. Ich muss mich ja nicht unnötig mit irgendwem anlegen. Dämliche Köter!
Immerhin sind es keine Vögel. Alles gut. Es sind keine Vögel. Alles bestens. Ah, ihr seid nicht die, die ich dachte, dass ihr seid. Um ehrlich zu sein. O-A-I-A. Nope. Okay. Alles klar. Ich dachte, ich hab mit anderen Gegnern gerechnet. Die sahen aus wie die Halblinge. Halblinge, Halbmenschen. Keine Ahnung. Die Hobbits. Aber es sind keine Hobbits. Ja, aber Jungs, ganz ehrlich, ey. Kämpfen wir jetzt gegeneinander? Nee, ich laufe hier einfach dran vorbei. Der Kürbiskopf. Das könnte aber sein, dass ich da hoch muss. Oh! Dämlicher Köter. Hi, grüß dich. Yep. Der Magnet in meinem Hintern ist real. Eisenbein, alter Reißzahn. Steckst du fest? Nee, du schläfst. Na, dann lassen wir dich mal schlafen. Okay, aktuell sehe ich jetzt keinen anderen Pfad. Sehe ich auch nicht, warum ich die nicht kritisch treffen kann. Lol. Er ist einfach runter. Kannst du bitte... Ach, dann halt nicht. Kämpfen wir halt nicht. Was geht hier? Nix.
Nessie, hi, grüß dich. Schön, dass ihr alle am Start seid, hä? Hoppla. Eigentlich wollte ich oben entlang. Hey, bist du der Vater? Bitte helft mir, ich bin von adliger Abstammung. Wenn mich diese scheußlichen Halbblute fressen, bin ich für immer gezeichnet. Alles nur das nicht, bitte. Denkt nur, was für eine Schande das wäre. Okay. Ja, okay. Das ist gut bei dir, ja, läuft. Ich glaube, die scheußlichen Halblinge haben dich schon gefressen. Ich bin mir nicht so sicher, wo es hier lang geht. Sollte ich mal da hochgucken? Ey, wie lange er braucht, um diesen Schlag auszuführen. Wahnsinn. Nessie, bei dir auch alles gut? Wie läuft's? Wie geht's euch allen so? Einen guten Dienstag gehabt? Den Start in die Woche gut überstanden? Doppelklingen-Talisman. Okay. Cool, denke ich. Endlich Feierabend. Nice. Feierabend ist gut, richtig und wichtig. Ich weiß nicht, wo ich hin soll, ehrlich gesagt. Befleckte goldene Sonnenblume. Ich habe jetzt oben irgendwie nicht so wirklich das Gefühl gehabt, dass es da noch großartig weitergeht. Deswegen laufe ich jetzt zum Strand. Es wird schon passen, denke ich. Ratten. Ratten. Ich hasse Ratten. Ich hasse Ratten. Nein, ich hasse Ratten. Den will ich. So, jetzt zu dir. Ach, gut. Ah.
Ah, Bosstür. Guck einer an. Nice. Aber den Vater habe ich jetzt noch nicht gefunden von ihr. Warte mal. Gut. Geht's hier noch irgendwie nach oben? Nee, ne? Jetzt kommt der Boy bestimmt hochgeklettert. Nee, tut er nicht. Okay. Es steckt eine lange Feder in mir. So, das Übliche. Erstmal versuchen wir zu parieren. Er hat ein großes Zweihänderschwert. Okay. Kann ich hier runterhupfen? Wie viel Schaden bekomme ich? Keinen, sehr gut. Na dann. Haben wir es ja nicht allzu weit. Ich muss nur auf das Timing kommen. Dann habe ich es gleich. Wie viele Runen lagen da jetzt? Weiß ich nicht mehr. Er macht ganz schön fett Schaden. Kommt schon gleich. Ich komm gleich rein. Ich hab gleich das Timing für seine Waffe. Dauert halt ein paar Versuche, aber ich bin zuversichtlich. Und das mit den Runen hat sich jetzt eh erledigt. Egal wie viele da lagen. Ja, Nessie, weißt, also wahrscheinlich würde ich ihn schneller besiegen, wenn ich einfach wegrollen würde. Zumindest den Start, der wäre relativ gut erledigt. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich Schwierigkeiten hätte, ihn zu treffen und auszuweichen. Die Angriffe sind klar erkennbar und alles. Aber ich würde gerne parieren, deswegen.
Aber er ist echt schnell. Er ist gut schnell unterwegs, der Kumpel. Ich pariere auch noch die falschen Angriffe gerade. Ich versuche seinen Faustschlag zu parieren. Das ist natürlich Quatsch. Denke ich. Zu früh gedrückt. Unlucky? Nee. Das war kein Pech oder Unglück, sondern einfach nur mein. mein. Unvermögen. Ich mag auch dieses Unlucky überhaupt nicht. Kein Ding. Kannst du ja nicht wissen. Dass ich finde diese Aussage, die ist sowieso viel zu inflationär, wurde die irgendwie auf Twitch oder keine Ahnung, bei manchen Sachen verwendet. Da war dann alles unlucky. Alles. Durch die Bank weg. Denk unglücklich. So, ja, ist unglücklich gelaufen. Was hat das mit Glück oder Unglück zu tun? So, nee. Nee. Das ist in diesem Fall auf jeden Fall ein Skill-Issue. Wo sind die Leute im Chat, die Get Good schreiben? Oder Get Good? Vom Dart spielen? Weiß nicht, ist das da nicht auch eher skillbasiert und nicht Glück? Ja, ich mag's lieber direkt. Ah, dann schreib lieber, ja, das war jetzt aber kacke. Apropos, das wollte ich noch zeigen, beziehungsweise kurz fragen, ob ihr das haben wollt. Ich habe eine Soundfile vorbereitet. Aber das können wir nach der Aufnahme machen. Ich probiere ihn mal ein bisschen ohne parieren. Mal gucken, ob ich da tatsächlich weiterkomme.
Es gibt eine Attacke, die kann ich easy parieren. Die sehe ich sofort. Das ist sein der Schwung über seine linke Schulter. Wenn er von seiner linken Schulter aus ausholt. Das ist auch die einzige Parade, die bisher funktioniert hat, glaube ich. Alle anderen habe ich entweder das Timing nicht gehabt. Ja, eigentlich der, aber... Seltsam. Wir haben dreimal haben wir gerade das Geräusch von Schwert auf Schild gehört. Und dreimal hat die Parade nicht funktioniert. Da frage ich mich dann immer, wie ist das in dem Spiel? Wie ist das programmiert? Heißt das, ich habe eigentlich den Moment getroffen, wenn man sieht, dass das Schwert auf mein Paradeschild prallt, habe ich dann, und es wird ja auch, gibt ja dann auch Funken, man sieht diesen Effekt, habe ich dann den richtigen Moment getroffen und ich kann einfach die Attacke nicht parieren? Oder ist das der falsche Moment gewesen? Und da bin ich noch nicht ganz dahinter gestiegen. Ist denn das hier eigentlich so ein richtig großer Boss? Nee. Das ist ja kein super krasser Powerboss, ne? Das ist nur so ein Spätzel, der halt das Schloss hier mit seinen Jungs übernommen hat. Oh Mann. Okay. Ja, zweimal laufen war zu viel, habe ich mir fast schon gedacht. So, war es das jetzt schon oder was? Lol. Großschwert der Verpflanzung. Dankeschön. GG, well played. Danke, danke. Keinen Teil vom Elden Ring einstecken. Genau, das. Keinen. Genau, das war die. Das wäre die Frage gewesen. Also kein so ein richtiger Boss, sondern so ein Zwischending. Ja, und kaum höre ich auf zu parieren, ist er halt im ersten Versuch down, ne? Das Parieren in diesen Spielen ist so eine Sache. Ja, und nu? Das war jetzt die Nummer hier? Hä? Ich bin enttäuscht. Ja, ich würde jetzt noch mal gucken, ob ich irgendwo den Vater von ihr finde.
Aber die alte hat mir nicht die Todeswurzel gegeben, oder? Nee, die habe ich woanders her. Die habe ich von einem Boss bekommen. Die mit mir kuschelt. Mich treibt gerade schon... Praise the Sun, Paul, grüß dich. Mich treibt gerade schon wieder diese Krankheit um. Von der ich nicht weiß, woher sie kommt. Ich hab doch hier nichts dabei. Check's nicht. Ich bin zu blöd dafür. Also ich könnte noch ein bisschen über die Stadtmauern sehe ich. Die Burgmauern. Kann ich mich an euch einfach vorbeischleichen? Nee, ne? Ach komm. Feiert ihr mal. Lasst mich hier einfach durchlaufen. Beachtet mich gar nicht. Ich habe gesagt, beachtet mich nicht. Mein Gott. Schnauze. Claymore. Cool. Löwenkralle, Talent der Rotmähnen, die an der Seite der General Radan gekämpft haben, führt einen Vorwärtssalto aus und schlagt eure Gegner mit der Waffe. Ach, alleine für die Lulz. Ah, ich habe noch nicht genug Stärke. Aber das gucke ich mir auf jeden Fall nochmal an. Warst du jetzt ihr Vater oder was? War ich zu langsam? Scheiße. Könnte sein, dass ich hier einfach zu langsam war an der Stelle. Weiß ja nicht, was das für einer ist, ihr Vater. Oh nee, hier oben passiert noch ein bisschen was. Okay, nee. Ihr seid einfach nur Gegner. Stahldraht, Fackel. Habe ich auch noch nie gehört. Okay. Also hier ist er nicht.
Einer von den Gehängten vielleicht? Weiß man nicht. Da hinten wird auch noch gekämpft. Sollte ich vielleicht doch mal rübergehen, ha? Huh? Der blaue Beacon da hinten, der immer noch da. Keine Ahnung, warum ich den dort gesetzt habe. Der wunderschöne goldene Baum. Bist du vielleicht ihr Vater? Nee, wa? Ach komm. Da oben drauf vielleicht? Hallo. Bin auf der Suche nach einem Papa. Kein Papa da. Komme ich da oben drauf? Erstmal komme ich noch da hinten rein. Schauen wir mal. Ah, hier ist... okay. Da komme ich aber nicht wieder zurück, wenn ich da spawne oder da hingehe. Ich glaube, auf den Turm komme ich nicht hoch, wa? Da unten war ich schon. Schon wieder einen Pfeil im Kopf. Es passiert einfach... es passiert einfach viel zu oft, dass man Pfeile im Kopf hat in dieser Art von Spiel. Geht bei dir noch? Oh. Kann das Hirn mal ein bisschen atmen, ja, allerdings. So, da hinten geht's wieder runter. Da kann ich dann einfach bei dem Feuer spawnen, bei der Gnade spawnen. Das ist wurscht. Jetzt gucke ich doch nochmal hier, ob ich in den Turm reinkomme. Aber ich glaube nicht. Ich glaube, hier unter mir ist noch ein Loot, oder? Den habe ich noch nicht geholt. Aber ich...
wüsste jetzt nicht, wo hier noch ein Vater von der Lady ist, ehrlich gesagt. Nee, auf den Turm komme ich nicht. Habe ich hier drin? War ich hier drin überall? Nicht, dass ich jetzt da runtergehe und dann habe ich hier irgendeine Ecke vergessen. Ich würde sagen, also wenn ich jetzt eine Ecke vergessen habe, dann müsst ihr es mir sagen, innerhalb der Burg. Ich gehe jetzt nochmal nach hinten gucken. Wie viel habe ich dabei? Nicht genug für ein Level-Up. So, da hinten war, glaube ich, nichts mehr. Wäre ich fast schon wieder runtergefallen. Ja, hier ist doch aber unten der Boy. Ist das der Vater? Ist er einfach tot? Er von adliger Abstammung, bla bla. Bitte helft mir, ich bin von adliger Abstammung. Okay. Wenn mich diese scheußlichen Halbblute fressen, bin ich für immer gezeichnet. Ja, ich glaube, du bist schon tot. In einem der Türme. Okay. Kann ich dich befreien irgendwie? Nee. Einem der Türme ganz oben. Hä, aber dann muss ich wieder dorthin, glaube ich. Weil hier bin ich ja unten. Und da oben war ich nicht, aber da komme ich nicht. Ah, wobei? Habe ich gar nicht geguckt, ob es hier noch eine Möglichkeit gibt. Ob ich hier noch irgendwo reinkomme? Nö. Und oben auch nicht. Nee, hier kam ich auch nicht rein. Hallo, lass mich doch auf die Karte. Was soll das? Warum darf ich nicht auf die Karte? Schweinerei. Wegen euch? Damit ich mich nicht wegporten kann, oder was? Ja, Moment, da war ich doch aber gerade. Ich war doch ganz oben. Echt jetzt? Ich war ganz oben auf einem der Türme. Ach ja, ich hab's natürlich nicht aufgedeckt, sonst hätte ich es gezeigt. Auf dem rechts hinten. Moment.
Dann gehen wir halt nochmal rein. Dann halt nochmal. Also, ich war auf dem linken hier, war ich ganz oben. Da, auf dem war ich ganz oben. Aber ich gehe noch mal hoch. Hey, Chris, grüß dich, hi. Einer der vier ist es. Ja gut, ich guck mal noch mal. Ich gehe noch mal rauf. Ist das Story relevant? Na, wahrscheinlich, ne? Also wäre wahrscheinlich nicht schlecht, wenn ich ihn finde. Welpenring. Ja, also nach Dark Souls 1, 2 und 3 ist Elden Ring ein Kinderspiel. Also hier komme ich glaube nicht höher. Ich hätte jetzt gesagt, der Turm vielleicht. Aber da weiß ich nicht, wie ich hochkomme. Jetzt haben sie mich bemerkt. Also ich habe trotzdem immer noch so meine Problemchen bei der einen oder anderen Nummer. Also hier komme ich nicht höher. Und da hinten, auf dem war ich drauf. Da habe ich aber die Kiste aufgemacht. Komme ich da noch höher? Hier rechts runter? Nee. Hier runter? Links, wenn ich so auf den Turm zulaufe. Oh, warte, hier ist ja noch. Oh! Die Leiter habe ich bisher, glaube ich, noch nicht gesehen. Ah ja, doch. Doch, klar. Chris, wie geht's dir? Alles klar bei dir? Ich habe heute ein bisschen rötlicheres Licht, damit ich immer nicht immer so weiß geblendet werde. Läuft und selbst, ja, doch. Läuft ganz gut eigentlich. Ich habe einen riesen Spaß an Elden Ring. Ich bin nur hier ein bisschen aufgeschmissen wegen diesem dämlichen Vater von der blinden Lady, der einen Brief von mir haben will, aber irgendwie finde ich ihn nicht. Ja, hier gibt's die andere Stelle. Hier kämpfen die mit gegeneinander. Und hier bin ich aber schon hochgegangen, da war er nicht. Dark and Darker. Hier ist keine. Hier ist keiner. Da müsste er wo sitzen. Ja, hier sitzt keiner. Ich war ja hier, also...
Dann liegt's nicht an mir, bin ich schon mal beruhigt. Normal ist er hier, okay. Auf der Bank! So viel dazu. Ich war ja schon hier, also deswegen... Ich meine, die Tochter ist auch schon tot. Ich bin es irgendwie gewohnt, dass Leute in diesen Spielen sterben und... Normal ist die Blinde auch noch nicht tot. Ja, wie normal ist sie nicht tot? Ich habe nichts gemacht. Ich habe mit der geredet, sie hat mir die Puppe gegeben, ich bin an die Gnade gegangen, danach war sie tot. Was soll ich denn machen? Das ist, also... Ist das hier irgendwie Story-relevant? Kleiner Bastard. Dann sagen die beim Gericht auch immer, ich habe nichts gemacht. Ja, wenn es halt so ist. Der Run ist kaputt, muss von vorne anfangen. Nee. Das ist jetzt aber, das ist jetzt ein Witz. Das Schwert steckte schon drin, als ich kam. Nee, das kann ja nicht sein. Ist das wirklich so relevant hier, oder was? Nee. Ich bin halt jetzt einfach zu spät. Eine Sidequest. Okay, alles klar. Passt. Du kannst mich doch nicht so... Ich habe jetzt wirklich Angst gehabt. Das kannst du mit mir doch nicht machen. Aber was ist eigentlich mit dir? Lass mich in Ruhe, du dämlicher Fliegen-Typ. Ach, jetzt darf ich wieder nicht. Sterbe ich hier? Nee. Hier sind Hundis. Hi. Ciao, Jungs. Bis zum nächsten Mal. Jetzt fällt er gleich runter und landet hier neben mir. Würde mich nicht wundern. Ja, ich hab's gewusst. Ja, geil. Ach, hervorragend. Normalerweise gibst du Daddy den Brief und er geht darauf hin zur Tochter, die dann tot ist. Und dann könnte ich mit ihm reden wahrscheinlich. Wenn ich ihn dann dort finde, am Trauern. Meine Vermutung. Ja gut, die Sidequest war bei mir dann irgendwie kaputt in dem Fall. Oder in Töten oder. Ja, ja gut, aber das war bei mir tatsächlich einfach kaputt. Ja, gut. Die Sidequest ist in dem Fall in die Hose gegangen. Warum auch immer. Wir wissen es nicht. So, ich würde gerne Uridys Turm. Den habe ich. Das war die Nummer mit den Schildkröten. Ja, okay. Ich würde gerne hier die Karte aufdecken. Das heißt, ich suche jetzt mal kurz nach einer Möglichkeit. Irgendwie nach rechts zu kommen und dann schaue ich mal, ob ich die Ruine finde oder was auch immer, einen Wald oder so, wo ich die Karte aufdecken kann. Im New Game Plus nochmal versuchen. Ob es so weit kommen wird, bevor ich New Game Plus Elden Ring mache, wird es wahrscheinlich erstmal irgendwie nochmal eine Runde Dark Souls 1, 2, 3 geben, ehrlich gesagt. Aber hey Chris, jetzt ist mal hier endlich ein Moderator da. Endlich lässt sich mal einer blicken.
Der Chat geht schon seit Wochen Riot. Hier ist die Hölle los. Endlich kehrt mal Ruhe ein. Ich werde beleidigt, beschimpft. Jetzt haben sie alle Angst. Keiner sagt mehr was. Du hast Mods? Unlucky darf man auch nicht sagen. Ja, ach komm. Ich weiß nicht. Ich finde Unlucky nur irgendwie seltsam. Dark Souls 1 bis 3 habe ich durch, deswegen geht's fix. Ja, mir fehlt schon noch der ein oder andere Boss, also zu 100% bin ich noch nicht fertig. Aktuell hänge ich in Dark Souls 3 am namenlosen König? König heißt er, glaube ich. Der namenlose König. Ja, mein Guter, das hier unten hätte ich bestimmt nicht ohne dich gefunden, mein goldener Gefährte. Schön, dass es dich gibt. Ich muss keine 3 Stunden suchen. Ja, Dark Souls 2 fehlen mir auch noch ein paar Bosse, da werden wir dann... Ich mich erschrocken. Ratte! Ratten, 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 ich hasse Ratten! Oh mein Gott, oh mein Gott, im Dunkeln, Ratten im Dunkeln! Ich hasse Ratten, ich hasse Ratten! Und dann auch noch im Dunkeln, ey. Du blöde Ratte. Ah. Oh, da sitzt noch eine. Im Dunkeln hilft Licht. Backseat Gaming, ja. Unlucky darf man. Das ist. Wenn du das sagen willst, ist okay. Ich find's nur irgendwie seltsam. Du kannst das auch gerne schreiben. Nee, ich hab den Banditen genommen. Weil der den schönen kleinen Buckler dabei hat. Weil ich parieren wollte. Es klappt auch manchmal. Aber nicht immer so gut, wie ich es gerne hätte. Oder Räuber, oder... Eingelegter Schildkrötenhals. Perfekt. Liebe eingelegten Schildkrötenhals. Lecker.
Bist du jetzt der Boss dieser Höhle, oder wie? Muss ich jetzt doch gegen einen Bären kämpfen? Yep. Er wacht doch einfach direkt auf. Ich habe immer noch nicht rausgefunden, was diese kleinen... Aua, oh, nicht zweimal. Ja, ja, ja. Alles easy. Solange ich meinen Sturmangriff machen kann, ist das alles kein Thema. Zauberdrachen-Talisman. Geil. Dankeschön. Lieber Bär, was sind diese kleinen... Was ist das? Die stehen überall rum. Noch nicht... Ich kann nichts damit tun. Ich finde die nur überall an jeder Ecke. Vielleicht... Ich sollte mir einen großen Hammer besorgen. Vielleicht kann ich sie in den Boden rammen. Also, das war nur so ein Gedankengang von mir. Ihr müsst darauf nicht antworten, wenn das eine Antwort ist, die mir das Spiel zu sehr erklären würde. Ja, tatsächlich, also mit diesem Sturmangriff-Dings, was ich hier habe, dieser Angriff, das ist wirklich gigantisch gut. Den habe ich entdeckt und seitdem mache ich das meiste mit dem. Jetzt habe ich aber immer noch nicht die Karte entdeckt, ne? Ja, ist mir auch schon aufgefallen. Ich habe auch schon ein bisschen... Ich habe schon den ein oder anderen Zauber jetzt gelernt. Mir fehlt aber ein Zauberstab, dass ich noch meine... Regenbogenstein. Geil. Dass ich noch meine Waffe... Magie verstärken kann, das möchte ich auch noch gerne tun. Dann habe ich mir so einen coolen Drachenkopf für meinen rechten oder linken Arm besorgt. So eine Faustwaffe ist das, glaube ich. Jungs. Können wir uns darauf einigen, dass ich hier einfach mal kurz durchschaue und ihr mich nicht dabei stört? Ja? Okay, gut. Einen Denkanstoß kannst du schon geben. Ja, also bei Elden Ring sehe ich es nicht ganz so eng. Bei Dark Souls habe ich es, weil ich... Lieber... Jetzt kommt der Thorsten wieder. Oh. Hi. Glaube, ich sollte mit dir kämpfen. Monumenten, damit du nicht lang suchen musst. Wait, what? Da! Oh! Wegbannen. Ja. Also, ich weiß nicht. Ah, nice. Danke für den Hinweis. Ja, das war sehr gut. Das ist einfach so eine Sache. Ich glaube, das wäre mir in 100 Jahren nicht aufgefallen, ne? Oh Mann, danke für den Tipp. Das ist wichtig. Jetzt haben wir einen Haufen von den Kleinen hier, die ich wirklich gerne zuerst snacken würde, bevor ich mich an den Großen mache.
Aber ich glaube, das wird nix. Ich glaube, ich muss erst... Ich muss jetzt hier mit dem Großen zusammen... Nee! Oh, 9000! Oh, jetzt muss ich hierhin zurück. Oh Mann, ey. Ah, ich bin ja... Okay, warte. Wo bin ich? Da vorne. So, wie kann ich jetzt... Ah, du killst deine Kumpels einfach selber. Ja, damit bin ich auch d'accord. Tatsächlich, Thorsten, bin ich davon ausgegangen bei deinem Usernamen. Oh Mann, Leute, nee, ihr seid mir ein bisschen zu stressig gerade, wartet. Ich will auf jeden Fall das hier wieder haben, danke. Oh Mann, ey, jetzt geht das los. Adernblatt. Der Thorsten lebt in der Zukunft. Ja. Na bitte. Geht doch. Stab der Halbmenschenkönigin. Geil. Zauberstab, stimmt. Jetzt kann ich mal. Nee, warte, den sollte ich hier in die Hand nehmen, ne? Kann ich auch benutzen. So, und jetzt nehme ich den und dann mache ich das. Und jetzt habe ich... nice! Wup, wup! Geil! Ich habe ein leuchtendes Schwert. Ich habe das Master-Schwert gefunden. Großartig. Ich freue mich gerade riesig hier drüber. Das gibt's gar nicht. Das leuchtet voll schön. Das ist voll geil. Das sieht voll nice aus. Oh mein Gott, dieses Spiel überrascht mich. Jedes Mal gibt es wieder irgendeine Kleinigkeit oder eine Großigkeit, oder was Großes, die mich überrascht und freut. Zehn Sekunden, hier hält es lange an, okay. Ich muss natürlich beim Reisen oder so, okay, das ist jetzt wahrscheinlich, mal gucken, wie lang es anhält. Sehen wir ja dann. Ich will hier hin, bitte.
Ist das jetzt die 1? Ne, die 2. Was ist eigentlich die 1? Was habe ich hier markiert? Ach, das immer noch. Ja, weg damit. Ah, da bin ich halt schon dreimal dran vorbeigeritten, ne? Das hätte mir auch auffallen können. Nice. Das sieht ja spannend aus. Elden Ring ist ein schönes und cooles Game. Ja, ey, das ist wirklich... was gibt's hier? Habe ich die Erdschlundhöhle? Ja, die habe ich gerade gemacht. Genau, das ist erledigt. Das ist erledigt. Okay, da brauche ich mir nichts markieren. Gut, aber da ich jetzt hier im Süden so gut unterwegs war, gehe ich doch in den Norden? Ich will ja ein Stückchen Dingens wiederfinden. Oder in Osten? Ah, ich weiß nicht wohin. Ich könnte hier auch noch erforschen. Hier gibt es bestimmt noch so viel Zeug zu entdecken. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Geh dahin. Erstmal leveln. Damit ein paar meiner Runen außer Gefahr sind. 20 Stärke wollte ich haben, ne? Nee, warte mal. Moment. Bevor ich jetzt hier Unsinn treibe. Also. Ich würde gerne das hier benutzen. Das braucht 20 Stärke und 16 Glaube. Und dann hätte ich gerne das hier benutzt, da 15 Glaube. Okay, also das ist ja nice. Dann gehe ich mal auf Glaube noch. Kommt dein Helm? Nur noch 72 Tage. Du hast... Oh, warte, da gab es so eine besondere Version, ne? So eine Limited Edition... Mit irgendeinem Ding dabei, oder wie? Hast du sowas bestellt? Nice. Ah, finde ich geil. Nerdkram. Habe ich eigentlich den Roten hier schon bezwungen? Oder kommt der jetzt gleich? Ich glaube, ich habe sie schon besiegt, oder? Sieht so aus. Nee, da ist sie. Du wolltest beide DLC Collector's Edition haben mit der Melina-Figur, ist auch mega nice. Die Melina-Figur habe ich gesehen, ja. Ich habe mir gedacht, oh, das wäre was, ey, aber... Heiliger Skorpion-Talisman. Alright, Skorpion-Talisman. Ich hätte gerne mal so eine Figur, so eine Collector's Edition-Figur. Ich glaube, das nächste Mal, wenn es eine von Halo gibt, hole ich mir die. Stärkt heilige Angriffe, senkt die Schadensresistenz. Ist eher Schmutz. Der Angriff mit dem Riesenmesser, diesen Flip nach vorne, meinst du? Das Salto vorwärts. Das ist auch hier, bei dem Schwert, bei dem Claymore, ist das auch ein Effekt. Das kann ich nur nicht benutzen wegen 16 Stärke. Ich wollte es für den Spaß wollte ich es vorhin mal probieren, aber Totenwasserdorf.
Tabia Seefahrer. Ah, wait. Der eine hat doch was davon erzählt, von irgendeinem Seefahrer. Ja, kill deine Summons. Ist schon okay. Habe ich kein Problem mit. Bisschen Verlust gibt's immer, ja. Perfekt, Dankeschön. Komme ich wieder besser an dich ran? Ich meine, hey, wenn's das ist. Okay. Das war Todeswurzel. Nice. Asche der Skelettmiliz. Das klingt cool. Ich denke mal, damit kann ich meine Markierung hier entfernen. Ich habe noch nicht rausgefunden, wie ich das benutze. Und ob ich das überhaupt will. Ah, das sind... Ah, Moment. Nee, das will ich, glaube ich, nicht unbedingt benutzen. Das ist ja so Hilfe für den Boss, ne? Für Bosskämpfe. Das ist ähnlich wie die Summons in den Dark Souls-Teilen. Muss das Glöckchen klingeln. Ja, das habe ich nicht. Ah! Ich glaube, ich weiß, warum ich es nicht habe. Die wäre eigentlich hier gewesen. Aber ich habe gesagt, nee. Du, ich traue dir nicht. Hab sie abgewiesen. Ja, egal. Ich krieg das auch ohnehin. Nee, gekillt habe ich sie nicht. Ich habe nur gesagt, nee, ich bin nicht der Richtige. Du redest mit dem Falschen. Gekillt habe ich sie nicht, nein, nein. Ich weiß nicht, vielleicht taucht sie auch irgendwo wieder auf, aber... Sie hat mich gefragt, ob ich das Ross habe und außerdem hat sie so seltsam gefragt. Also so im Sinne von... Ah, bin mir jetzt nicht... Also die Frage kam so ein bisschen... Ah, das könnte auch... ein Trick sein, um mir Informationen zu entlocken. Aua. Und dann habe ich gesagt, nee, bin der Falsche. Sprich mit jemandem anderen. Ja, und ich glaube, das wäre die Lady gewesen, die mir diese Glocke gegeben hätte. Jetzt habe ich keine Glocke. Ja, genau. Eben das. Chris, genau das. In From Software Spielen gibt's niemals irgendeinen Troll oder irgendwelche Dinge dieser Art. Es hilft einfach nicht. Ich mach's trotzdem immer.
So, gucken wir mal, weil ich habe ja jetzt schon zwei von diesen Todeswurzeln. Sieht halt cool aus. Grails Drachenhügel. The fuck? Die bringen mich immer sonst wohin, ey. Wow! Easy Gegner. Nein, ein andermal. Vergiss es. Erstmal reden. Der hat gar nicht so viel zu sagen. Klauenzeichensiegel. Bestienauge. Ich weiß nicht, soll ich ihm... Was hat er mir da gegeben? Kann ich mit den Todeswurzeln noch irgendwas anderes anfangen? Weiß ich nicht. Ich hab Eier. Hier. Er zittert angeblich in der Nähe von Todeswurzeln. Ah, damit finde ich die besser. Kann ich das benutzen? Nee. Und was hat er mir noch gegeben? Wie war das vorhin mit der... mit dem Vergessen von Informationen? Augen und irgendeine Klaue hat er mir, glaube ich, gegeben. Ah, das hier. Klauenzeichensiegel. Das ist eine Waffe. Verstärkt von Kurang gelehrte Anrufungen. Anrufungen. Kein Talent. Diese Waffe verfügt über keinerlei Talente, besitzt die Waffe in der anderen Hand ein Talent, wird dies Talent verwendet. Ein seltenes und heiliges Siegel von Kurang, dem Bestienkleriker. Je stärker ihr seid, desto mehr Macht verleiht es euren Anrufungen. Die Krallenspur steht für Gurangs Zorn, verstärkt die von Gurang erlernten bestialischen Anrufungen. Also. Gleich. Die meisten wissen, was kommt. Ein kurzes Outro für YouTube. Leute auf Twitch, bleibt kurz dran. YouTube. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss, haut rein.